Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Siphon vom Waschbecken richtig reinigen kann, wenn dieser verstopft ist oder sogar schon stinkt. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Die Reinigung mit Chemie ist nicht wirklich immer zielführend, weswegen wir am besten einfach mal den Siphon auseinanderbauen sollten, denn das geht auch relativ schnell und einfach. Zuerst einmal brauchen wir etwas Platz unter den Siphon, dann sollten wir mal noch ein altes Handtuch darunter legen, falls etwas Wasser daneben geht, und am besten auch irgendeinen alten Eimer bzw. so eine Schüssel hier. Und wer sich natürlich ekelt, was hier auf jeden Fall verständlich ist, der sollte auch einmal irgendwelche Einweghandschuhe anziehen. Als nächstes müssen wir mal die oberste Verschraubung an der Ablaufgarnitur gegen den Uhrzeigersinn lösen. Das Ganze wird übrigens von unten angeschaut, weswegen wir mal in diese Richtung rüberdrehen müssen. Normalerweise sollte das Ganze auch per Hand schon aufgehen. Jedoch, wenn es bei dir nicht funktioniert, weil er schon natürlich etwas älter ist, der Siphon, dann am besten einmal einfach ein Tuch hier drüber legen und mit einer Wasserpumpenzange ansetzen. Denn so verkratzen wir auch nicht wirklich viel. Danach können wir den Siphon mit leichten Drehbewegungen mal aus unserem Wandanschluss herausziehen. Hierbei ist wichtig, man sollte den Siphon auf keinen Fall jetzt irgendwie schon schwenken, da sich hier unten in dem Rohr noch Wasser befindet. Und dieses Wasser können wir jetzt einfach mal vorsichtig nach hinten komplett in unserem Behälter darunter ausschütten. Bei mir können wir super sehen, dass zum Beispiel auch alte Haare in der Ablaufgarnitur stecken geblieben sind. Und diese sollte man jetzt einfach mal noch per Hand mechanisch rausziehen und danach aber am besten nicht irgendwie wieder in den Ablauf schmeißen, sondern natürlich extra in den Mülleimer. Und wenn wir das haben, dann können wir mal unseren Siphon jetzt in ein geschlossenes Waschbecken bzw. auch in einer Badewanne auseinanderbauen. Als nächstes können wir auch hier wieder die groben Verschmutzungen entfernen und einen Mülleimer schmeißen und danach wirklich den ganzen Siphon einmal komplett mit heißem Wasser abwaschen. Wichtig hierbei, ich würde auf jeden Fall den Abfluss noch geschlossen halten, da natürlich sonst solche Dichtungen auch irgendwie aus Versehen mal verschwinden könnten. Bei mir passt alles soweit wieder. Ich habe das Ganze jetzt außen etwas wieder abgetrocknet und natürlich auch darauf geachtet, dass meine Dichtungen dementsprechend noch richtig da sind. Und jetzt können wir es nämlich einfach wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Die Verschraubung habe ich alle handfest angezogen, das sollte normalerweise ausreichen. Und als nächstes müssen wir mal noch spezielles Sanitärkleidmittel hier am Ende von unserem Siphon draufgeben. Man kann im Notfall übrigens auch etwas Spülmittel hinaufgeben und das Ganze können wir natürlich auch hier hinten in unserer Gummimanschette noch anbringen. Dadurch geht das Rohr anschließend eindeutig leichter rein. Nun wieder mit leichten Drehbewegungen einsetzen, dass wir hier vorne schön bündig sind. Als nächstes die Flachdichtung bei der oberen Verschraubung auf gar keinen Fall vergessen. Und wenn diese sauber sitzt, dann können wir nämlich die Verschraubung auch einmal im Uhrzeigersinn an der Ablaufgarnitur anschrauben, natürlich auch wieder handfest. Und zum Schluss müssen wir alles natürlich noch auf Dichtheit überprüfen. Hierfür am besten einmal das ganze Waschbecken mit kaltem Wasser volllaufen lassen. Wenn es voll ist, dann einfach mal den Ablauf hier unten öffnen und das Wasser aber trotzdem noch weiterlaufen lassen. Wenn bei unseren Verschraubungen alles dicht ist, was man am besten übrigens mit den Fingern spüren kann und natürlich auch hier hinten bei unserem Wandanschluss, dann können wir mal die Rosette hier auch sauber drauf schieben und wir haben unseren Siphon auch schon richtig gereinigt. Wenn nicht, dann am besten mal diese Verschraubung noch etwas stärker nachziehen per Hand und im Notfall natürlich auch vorsichtig mit einer Wasserpumpenzange. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens gleich einen neuen Siphon, eine Wasserpumpenzange oder auch so ein spezielles Sanitärkleidmittel zulegen möchtest, dann einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.